Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of Shulima. Wir sind unterwegs zum letzten Prinzen. Ja. Jedenfalls wollen wir dahin, wenn wir hier was auch immer gemacht haben. So, und dafür buffen wir uns wieder mit dem Segen von Firtri, dass sich unsere Resistenzen erhöhen. Genau, denn er hat ja so Elektro... Ja, weiß ich nicht. Apparaturen. Und ist generell so ein bisschen durchgedreht, der Gute. Aber was will man machen? Also jetzt muss man halt nur mit unserer Zeit aufpassen. So, wie hieß denn das Land? Nagira müsste es gewesen sein. Ja, ansonsten gehen wir einfach in den nächsten Teleporter. So, jetzt schießt er erstmal. Tschüss. Und hier konnten wir einfach durchlaufen, oder? Ja, müssten wir eigentlich. Das ist eine irre Kammer. Oh. Ah, die Geheimtüren hier dürfen wir nicht vergessen. Die gehen bestimmt auf mit einem Bibel hinter ihnen. Wenn ich raten müsste. Vermutlich. Hat denn nicht die Dinge seine Dialoge schon? Ja. Wir hatten ja versucht, ihn zu bekämpfen. Richtig, ja. Oh, ist immer troublesome. I see you. Bla 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 bla. How dare you approach my domain? Blah, blah, blah. You will feel your bones burn. Der Arme. So, wie machen wir den denn? So. Jetzt haben wir uns erstmal gebufft. Mal schauen, was er jetzt noch so macht. Ah, er hat uns gedispelt. Uncool, Mann. Echt uncool. Wir probieren mal die Wunden. Ja, hätte ich jetzt auch erstmal vorgeschlagen. Ich würde es nochmal machen. Ja. Mal schauen, was passiert. Ja. Ne. So dick die Wunden rausgehauen. Nee, das klappt so ja, nicht, sich selbst zu buffen. Können wir ihn denn debuffen? Ah, ich denke nicht. Na, theoretisch scheint es möglich. Ja. Wie viel Leben hat er? 3000 müsste er. Ja. Das geht ja, sein Schaden ist ja überschaubar bisher. Ja, aber er macht halt so. Wir auch. Ja, ja. Meine ja nur. Gut, bluten tut er auch relativ vernünftig für so einen Boss. So würde ich dann auch den guten Mana dran nehmen. Ja, den werden wir dann wohl brauchen. Ja, ich sag nein. Ja, wir fangen das nochmal von vorne an. Macht dir nichts. Jetzt wissen wir zumindest, dass wir uns selber nicht buffen können. Ja. Da haben wir ja ziemlich viel Mana verschwendet. Beziehungsweise, dass es nicht nötig ist. Den können wir nehmen. So, den verbessern wir schon mal. Am besten immer die vordersten rein, weil die hatten ja am meisten abbekommen. Sagen wir denn hier noch was mit Elektro? Ja, das scheinbar. Aber es war nur einer mehr. Na, einer mehr kann? Ey, würde ich vielleicht dem anders geben, der überhaupt keinen hat. Ja, aber nur die ersten drei wurden ja angegriffen. Ja? Ja. Mit dem Elektrozauber auch? Ja, ich glaube schon. Zumindest hauptsächlich. Na gut. So ein Yoda hat ziemlich wenig. So, man darf nicht vergessen, da wieder die Plus-Erfahrung anzulegen. I see you. Nach dem Kampf. Ja, nach dem Kampf. You will feel your bones burn. Eigentlich ziemlich gut, diese Erfahrungsbühne-Dinger. Ja, mächtig. Sie keine Wunden macht. Extra so ein Bombenbogen. Unsere Regeneration wird es wahrscheinlich auch nicht bringen. Das kann ja bestimmt auch gedispelt werden. Ja, es macht aber bestimmt nicht. Und wenn, dann haben wir eine Runde gewonnen. Mal schauen. Ja.
Also ist ja nicht schlecht, denn immer wenn sie nicht heilen muss, kann sie so eine Regeneration auf einen machen. So theoretisch, meine ich. Ja. In der Nummer des Bildes war gut. Oh, wir müssen noch mehr treffen. Ja, die haben ja schon Millionen Wunden. Mehr. Aber die hier, ja, Freya nicht. Sie ist aber unfähig. Oh, sie ist auch unfähig. Und trotzdem sind es nur noch 76%. Hoffentlich wirken sich die Wunden bei ihm auch aus. Vermutlich. Für alle gelten hier dieselben Regeln. Ja, wir hatten da mal irgendwie in dem irgendwie nichts gemacht hat. Könntest du mal eine Messheal machen? Noch nicht. Wir holen hier die Wunden runter. Daran müssen wir ja auch denken. Ja, das stimmt. Nicht immer nur heilen. Triff trotzdem nicht. Unfähiges Pack hier. So 12 Punkte müsst ihr da haben, oder? So, der gute Mana-Trank. Na, ja, zumindest blockt Golden auch schon mal so ein bisschen. Ja, da haben sich doch die Wunden schon mal ein bisschen ausgezahlt. Gleich noch mehr. So, wir können hier mal eine Regeneration wirken. Hoffentlich das will der nicht. Tat er. Ein Glück ist hier dieser Buff. Kein Magic. Der göttliche Segen. Ja, der ist ja mehr als Magie. Der ist ja göttliche Magie. Ja. So, ein Elixier. Es ist halt schade, dass sie keinen Schaden hat. Er hilft ja nichts. So, sie könnte auch mal buffen. Weil den nimmt er ja auch runter. Durch Dispel. Ja. Und wenn nicht, ist auch nicht schlecht. Haben wir ihn ja noch. Ja. Ne? Quasi können nur gewinnen. Sie können so eine Divine Prayer. Oder sie heilt Gaulin. Ja. Vor allem, wenn er jetzt zweimal hintereinander dran ist. Das ist gefährlich. Ihr könnt Mana absaugen. Stimmt ja. Das geht. Kann er ja. Der Boss hat ja Mana. Ah, so gut, wenn er trifft. Oh, Ixus. Ist in Gefahr. Ha, gut. Ah, saug ruhig nochmal Mana ab. Hohohoho. Schau, was passiert, wenn wir ihn töten. Er ist tot. Na, ob ein Video kommt. Meinst du, Gaulin hat die vier Prinzen getötet? Ja, ich glaube, dann kann ja Golat schon mal zu uns sprechen, wenn wir so ein Zwischenziel erreicht haben. Ich würde sagen, hast du gut gemacht. Jetzt weiter, Knecht. Ah, da geht er hin, in Zeitlupe. Mit dem Meteor. Oh, Key of Golat. Achso, mit dem kommen wir da rein. Ja. In den Tempel von Golot. Ja.
Und er wurde von den Göttern selbst geschmiedet. Ja, von Kolot selbst. Und das ist ein Impius. Ja. Ne, der Impius-Prinz. Prinz Ovengel. Oder bei, ich übersetze mal ein bisschen freier. Bei Prinz Ovengel war der Name Programm. Der Folterer. Er zerschmetterte fast meinen Verstand. Was dazu führte, dass ich an meiner Mission zweifelte. Seine Macht war unbeschreiblich, da er nicht nur sehr viel stärker war als seine Brüder, sondern auch viel grausamer. Grausamer, genau. Am Ende scheint er jeden als Feind betrachtet zu haben. Es war dieser Wahnsinn, der dazu führte, dass er das Dorf Nagira auslöschte und selbst seine eigene Festung zerstörte. Und jeden, der darin gelebt hat. Ja. Oh. Thanks to my conversation with Prince Ovengel, I finally understood why the Sons of Arthurion allied themselves with the Heralds of Yule. Arthurion and his descendants loved the gift of immortality and the otherwise unobtainable power that came with it. But for some reason, the king and his descendants lost their gifts. Arthurion, who had lived many more years than any other mortal, was rapidly consumed by the return of those years. However, he did not die. Yule, the guardian of souls, took his nearly dormant body and preserved it in the twilight of Numbria. Yule promised the princes that if they served him, the life of their father would be restored. And they would once again enjoy the gifts that were once bestowed upon them. So it was then that the princes conquered the villages and took the temples. They sent their prisoners to the temple where they were sacrificed by the heralds. The souls of their victims returned to Yule, restoring his power and aiding him in his campaign against the rest of the lords of Shulima. Does this mean that immortality can be more of a curse than a gift? How would others have dealt with such a dilemma? The chance to be reunited with the one you love, in addition to the promise of immortality. And in exchange, the price you pay is sacrificing thousands of your brothers. What would others do in such a situation? What would I have done? They chose, and their fate was decided. The line of Arthurion was lost forever. Ah. So, jetzt haben wir wieder den Schlüssel gefunden für Golots Tempel. Der älteste der Prinzen war in Besitz des Schlüssels zum Tempel und zu Golots Tempel. Zu guter Letzt habe ich den Schlüssel in meiner Hand und kann fortfahren, das Böse auszurotten, das diesem Ort heimsucht. Ja, und der Tempel ist nicht allzu weit weg. Ach, da geht er weg. Ich sehe gar keinen Schalter für die geheime Tür. Ich habe ein Gefühl, dass die Axt ziemlich gut ist. Und die auch. Zwei Äxte. Nicht, dass wir noch zwei Äxte tragen müssen. Ja. Gut, dann wird der Schalter wahrscheinlich irgendwo bei der Tür sein. Hoffentlich. Das werden wir untersuchen. Ach, die Türme sind ja immer noch an. Wieso sollten sie ja raus sein? Gut, ich sehe ihn jetzt auf Anhieb nicht. Na, normalerweise müsste er hier an der Wand sein. Mindestens bei den anderen Türen. Da war Can be activated, stand da irgendwo. Ein Switch, meine ich. Jetzt weiß ich nicht, ob es der Tooltip. Ne, da steht nicht aktivierend. Ja, ich weiß nicht, ob ich activated gesehen habe. Vielleicht habe ich noch eingebildet. Fahr nochmal unten die Fußleiste ab. Da ist nichts. Das sieht man ja. Na gut.
Es ist schade. Ich werde beim Render nochmal gucken, ob ich mich verguckt habe oder nicht. Ja. Wir haben sie auf Video. Du hast dich wahrscheinlich verguckt, ich aber denke ich auch. Das macht nichts. Wir werden das Offscreen suchen, den Schalter. Und dann in der nächsten Folge die Lösung präsentieren. Und dann geht's auch in den Tempel von Golod. Was? Was? Da gehen wir schon hin? Ja, wir haben dort den Schlüssel dafür gefunden. Ja, na gut, dann gehen wir da hin. In der nächsten Folge machen wir uns auf. Bis dahin.